zwei Variomobil. Auf der rechten Seite, ja, da steht ein Vario-Alkoven und auf der linken Seite eins der ganz wenigen echten Allradfahrzeuge, die Vario je gebaut hat. Hier ist der Eigentümer. Ich grüße dich ganz herzlich. Dein Vorname? Andreas. Hallo Andreas. Ja, das ist mal ein tolles Schätzchen, oder? Ja, das ist einer der wenigen, die Vario gebaut hat, auf ein altes Fahrgestell. Es gibt natürlich neue Vario-Allradfahrgestelle, Wohnmobile. Aber als Rundhauber ist mir eigentlich nur dieser bekannt. So, der soll jetzt in gute Hände abgegeben werden. Und dazu bin ich nämlich extra jetzt mal nach Bielefeld gefahren. Wir sind eben gefahren. Das Auto ist vom Zustand her, da ist nichts zu machen. Da kann man einsteigen, losfahren. Ja, richtig, das ist alles gemacht worden. Aus zeitlichen und gesundheitlichen Gründen muss ich mich davon trennen. Aber es ist perfekt übernommen worden. Der Wagen hat, nachdem er praktisch umgebaut worden ist, war er nur einmal im Einsatz, hat dann in der Halle gestanden. Und nachdem ich ihn dann vor 3 Jahren gekauft habe, habe ich noch einige Features geändert. Insofern, dass ich das Getriebe geändert habe. Der hat jetzt eine lange Übersetzung durch einen 12-Gang MAN-Splitgetriebe, neues Splitgetriebe mit anderen Differentialen und Kardanwellen, sodass der jetzt also bei ungefähr 2000 Touren 100 läuft. Und damit kann man also sehr gut mitschwimmen. Vorher lief er bei 3000 Touren 77. Das war ziemlich anstrengend. Und der ganze Innenraum, die Solaranlage ist neu, die Elektroverteilung ist neu, Reifen sind neu, Kupplung, Bremsen, alle Verschleißteile. Also so, dass der sofort einsetzbar ist. Hat 330 Liter Tankvolumen. 330 Liter? Ja, 330 Liter Tankvolumen, 300 Liter Wasser und 300 Liter Abwasser und ich glaube 200 Liter Fäkalien nochmal. Ja, man kann ihn auch fremd befüllen mit Druckluft, falls er mal steht. Das Spannende ist eigentlich die Einzelbereifung. Das war mal damals ein Wasserwerfer bei der Polizei, oder? Ja, der ist aber später auf Einzelbereifung umgerüstet worden. Der hatte also normale Zwillingsbereifung und ist dann im Zuge des Umbaus zum Vario auf Einzelbereifung und den großen Tank und so weiter umgebaut worden. Das ist also alles neu und später gemacht worden. Ja, du hast es eben schon erwähnt, die Reifen sind neu. Die Reifen sind ganz neu, die sind also jetzt vielleicht 1000 Kilometer gelaufen. Alles, was gemacht wurde vor ca. 5 Jahren, dann bist du ein bisschen gefahren. Insgesamt als Wohnmobilausbau ist er nur vom alten Besitzer. Darf man da sagen, wer das Fahrzeug besessen hat? Also ich weiß nicht, ob das jetzt so Sinn macht. Das kann man recherchieren, aber ich möchte das eigentlich nicht sagen. Nee. Also kommt hier aus Bielefeld, ja. recht bekannt, mehr will ich jetzt nicht sagen. Aber ja, dieses Fahrzeug ist so professionell umgebaut worden. Das ist jetzt kein Bastlerfahrzeug. Variomobil in Bohmte hat dieses Fahrzeug im Rahmen einer Flotte, die damals im Einsatz gewesen war, für das Thema Fernreisen. So war es. Fernreisen für betuchte Gäste, die nicht selbst fahren wollten. Da war also 11 Fahrzeuge waren das mit 11 Fahrern, Gourmetkoch und Betreuer dabei und insgesamt 8 zahlende Gäste. Und dies war das Teamleiterfahrzeug, wo also diese 4 Teamleiter mitgefahren sind. So, hier steht jemand, dich habe ich schon gefilmt, aber noch nicht erwähnt. Dein Vorname? Bastian. Bastian, was hast du für eine Firma? Wir haben die Firma Broad Arrow. Broad Arrow ist eine große Firma aus den USA, also ursprünglich beheimatet. Wir machen Handel, Vermittlung, Versteigerung und auch Finanzierung, hauptsächlich für Oldtimer. Also deswegen ist das für uns ungewöhnlich, weil es ist zwar ein Oldtimer, aber normalerweise ohne Allrad und keine LKWs. Aber das passte bei uns perfekt rein. Du kennst den Kunden, den Zustand. Auto ist wie geleckt, steht da hier. Also das Ding ist richtig fernreisetauglich. Das kannst du überall reparieren. Ersatzteile, jeder, der schrauben kann, kann das Auto reparieren. Richtig, das ist auch gerade in Afrika wurden die ja auch noch, oder Brasilien wurden sie noch länger gebaut. Ich glaube bis Mitte der 80er Jahre. Und die haben eigentlich auch überall, entweder haben sie Ersatzteile oder sie können improvisieren und reparieren, was bei den modernen ja heute eigentlich nicht mehr möglich ist. Das Fahrzeug wurde erstärkt auf 190 PS. Ja, auf 190 PS durch andere Bestückung von Düsen und eben auch durch dieses Getriebe. Das Getriebe ist vom Fachbetrieb gemacht worden, ist neues Getriebe, neue Kardanwelle, neue Differentiale. MAN. MAN-Splitgetriebe, 12-Gang-Splitgetriebe, genau. Ja, er fährt wie Butter, so kann man sagen. Wir sind eben Probe gefahren, also das ist wirklich toll. Dann sind hier unten Staufächer, was hat er drin? Da sind Staufächer drin, da ist nochmal ein Kran drin, auch fürs Reserverad. Den kann man einen kleinen Kran draufstecken und damit das Reserverad, was auf dem Dach sitzt, runterlassen. Er hat komplette PV-Anlage, eine neue PV-Anlage, die Zellen habe ich neu draufbauen lassen. Das ganze komplette Dach ist ausgelegt mit PV.
Und also alles, was an Verschleißteilen und sonst was ist, habe ich aufgrund des Alters einfach tauschen lassen, weil ich keine Lust habe, damit irgendwo wegen Überalterung oder so hängen zu bleiben. Ein Gastank hat er auch? Ein Gastank hat er auch, aber einen kleinen nur für den Kocher. So. Den habe ich nachgerüstet. Und geheizt wird mit Diesel? Oder? Geheizt wird mit Diesel, genau. Okay. Hier vorne ist der Wasseranschluss. Frischwasser, wie viel gehen rein? 300 oder 330. Das war, also aber es gibt ausreichend. Es gibt von Vario auch ein Datenblatt, wo genau drin steht, welche die Füllmengen und so weiter. Spannend ist das H-Kennzeichen. Das Fahrzeug ist ja schon deutlich über 30 Jahre alt. Ja. Und was sagt denn der Prüfer? Ist der happy mit dir? Ich habe den bis jetzt zweimal abnehmen lassen und er hat sich nicht beschwert. War alles gut. Er hat sich nicht beschwert. Ja, Aufbau komplett von Vario Mobil. Ja. Das heißt, außenrum ist er nochmal verstärkt. Innen drin hast du Sandwich, wie man das kennt von Vario. Ja, Sandwich, dann den doppelten Boden für die Tanks, also frostsichere Tanks. Und hinten dann der Heckträger, der ist auch neu. Das ist ein Techlift, den man also fast bis zum Boden absenken kann für 100 Kilo. Also zwei E-Bikes kann man drauf machen und dann bequem aufmachen. Und das Ganze ist auch noch mit der Alarmanlage verbunden. Das heißt also, ich kann die Räder nachher mit diesem Kabel sichern und werde dann, wenn ich zum Essen gehe oder sonst was, übers Handy gewarnt, falls sich da einer was dran zu schaffen macht. Also das heißt, eine Alarmanlage ist auch mit drin. Ja. Dann hat er zwei Anhängerkupplungen, einmal eine große Rockinger. 3,5 Tonnen Kugelkopf und ich glaube 11 Tonnen Rockinger für Zentralachsanhänger. Sehr schön, also das ist auch mit dabei. Dann hat er hier außen nochmal einen Druckluftanschluss, natürlich Druckluftbremsen. Druckluftbremse für den Zentralachsenanhänger, ja. So, was wiegt der ungefähr? Der ist mit, ich meine, 6,3 oder 6,5 Tonnen angewiesen und 7,49 zuletzt. Ach, das ist ein 7,49 Tonnen? Ja, 7,49. Alter B-Führerschein, geht. Ja, alter B-Führerschein. Aber für mich war das jetzt nicht so ausschlaggebend, weil ich Klasse 2 habe. Ja. Aber man kann ihn noch mit dem alten Klasse 3 fahren. Ja, ist auf jeden Fall eine Technik, die deutlich interessanter ist. Also natürlich, er hat natürlich eine Motorbremse, habe ich eben gesehen. Motorbremse hat er auch, genau. Hm. So, dann gehen wir mal kurz rüber, gucken uns das Ganze mal an. Da ist der Einstieg. Dieses oben dran. Ach, da oben ist sie aufgesetzt. Sag mal, wann wurde der gebaut von Vario? Weißt du das? Also der Aufbau wurde 2003 gebaut, dann war er 2004 im Einsatz und 2005 wurde er eingemottet. Bis 2021 habe ich ihn, glaube ich, gekauft. So, und da gibt es auch eine Historie zu. Der war in der Halle drin, da waren ganz viele Fahrzeuge und die waren alle wie neu. Guck dir mal den Lack an. Ja. Das sieht doch aus, als wäre der gestern lackiert worden. Ist aber nicht, das ist der Originallack. Mhm. Ist ja unglaublich. Ja. Gut, das Vario, muss man sagen. Also wenn Sie, ich sag mal, auf etwas besonders Wert legen, dann ist es das Thema Lackieren. Und wir gehen auch gleich mal vorne rein. Es gibt zwei Treppen, richtig? Es gibt zwei Treppen. Einmal die große, die sitzt hier unten drunter. Die ist ausklappbar, auch mit Geländer. Die mache ich dran, wenn ich also irgendwo stehe. Und dann gibt es, ist die drin? Ja. Die Sperre hinten, glaube ich, der hat hinten eine Sperre, die ist zuschaltbar, oder? Differentialsperre und Allrad ist zuschaltbar. Der Allrad ist jetzt pneumatisch zuschaltbar, weil er über das Splittgetriebe da oben nicht mehr ging. Genau. So, Vario-like. Genau. Hält. So, das heißt, die Tür ist für den schnellen Einsatz? Ja, nehme ich mal auch schnell rein und raus. Jetzt habe ich die immer dabei, weil das ist ein bisschen mehr Akt, diese große Treppe da hinten rauszumachen. So, ich gehe mal gerade einen Schritt zurück. Du kannst gerne mal reingehen. Ich zeige es mal gerade von der Seite. Also 7,49 Tonnen. Dann H-Kennzeichen, das heißt also auch die Steuer und so weiter, das ist beschränkt. Man darf sogar damit in die Umweltzonen reinfahren, das ist ganz praktisch. Die Farbe, Holzfarbe? Kirsch. Okay. Aber helles Kirsch, da siehst du, dass der nie in der Sonne war, sonst wäre es dunkel. Nee, das ist schon nachgedunkelt. Das Kirsch ist normalerweise noch heller. Ja, okay. Ich kenne es nur noch einen Tick dunkler. Ja. Das ist der Festtanktoilette hat er auch. Ja, Festtank-Toilette mit Fäkalientank hat, glaube ich, 200 Liter. So, Dusche. So, du hast ihn benutzt. Du warst ein bisschen mit rumgefahren, 5000 Kilometer circa? Ungefähr 5000 Kilometer. Ja. Und? Super, aber wie gesagt, ich habe im Moment keine Zeit dafür und deswegen trenne ich mich dann, bevor er rumsteht. Ich werde immer älter. Krass, der ist Originalzustand, wie der gebaut wurde. Ja. So, der wurde umgebaut, das war mal ein Einsatzfahrzeug für vier Personen. Das war ja, der Teamleiter, der war hinten, ist er noch komplett original, so wie er gebaut worden ist von Vario. Und vorne war er genauso. Und da haben wir dann aus den vorhandenen Möbeln die jetzt fahrenden Schränke und die Küche und die Sitzgruppe bauen lassen. So dass also das Holz auch nicht in einem anderen Ton ist, ist genau das Originalholz wieder verbaut worden von einem
Tischler, der nur sein Leben lang Wohnmobile gebaut hat für einen großen Hersteller. Mhm. Ist also vom Fachbetrieb gemacht worden, sodass das jetzt auch so aussieht, als wenn es immer rein müsste. Und vorne haben wir den Durchstieg gemacht, der war natürlich auch nicht drin. Der Durchstieg lässt sich auch verschließen. Mit einer Schiebetür nochmal. Ich bin sofort bei dir. Ich habe gerade noch das Bedienpanel hier von Vario gesehen. Ja. Das kenne ich noch aus dem Bus O404. Und dort, können wir gerade mal öffnen, da ist sogar noch ein Router mit drin. Ja. Ein Router für 4 oder 5G. Das ist mit eingebaut. Die Alarmanlage haben wir schon erwähnt. Richter Kleiderschrank mit drin. Alles ganz massiv Holz, oder? Ja, alles. Das sind Tischlerplatten, massiv, ja. Also keine Spanplatte oder sonst was, sondern so wie Vario das nimmt, diese relativ leichten Tischlerplatten von hier. Ne? Schön. So, hier ist eine Tür, die kannst du zuziehen, um dich zu vereinzeln. Dann hast du oben hier einen Durchlass für die Klimaanlage, dass man auch ein bisschen was abkriegt hier. Ja. Die Klimaanlage ist auf dem Dach drauf. Genau das gleiche ist hier. Hast du noch eine Tür? Hier ist auch, ja, für die fürs Bad. Also genau, Tür auf der Seite. Und so. Vorne eben auch, ne? Also ja. drei Schiebetüren. So, der Boden, wenn du es mal ganz kurz anhebst, sei mal so lieb. Das ist ein richtiger Parkettboden drunter. Das ist ein richtiger Massivholz-Parkettboden drunter, den wir nur abgedeckt haben jetzt mit so einer Sauberlaufzone. Ich finde das mega mit dem Polster und dem Design, was gewählt wurde. Ganz aktuell, könnte gerade so heute, ja. Oder? Wobei das auch das Originalpolster ist noch von Vario. Er riecht nicht. Also er riecht nicht alt, er riecht so, als käme er frisch aus dem Werk. Das ist vielleicht so eine Sache, die man nicht beschreiben kann, wie Fahrzeuge riechen. Er riecht überhaupt nicht irgendwie, als wäre er schon so alt. Internetfernsehen. So, Fernseher ist mit drin. Also da sind wir am neuesten Stand der Technik. Ja, das ist auch jetzt neu. Alles, das habe ich alles reinbauen lassen. Mhm. Ne? Und Technik Lithium, was hast du drin jetzt? Ja, genau. So, Lithium-Batterien, Solar, ganz viel auf dem Dach drauf. Also das ist Stand der Technik aktuell. So, unten ist ein Kompressor. Ja. So, ein Kompressorkühlschrank. Ja. Und dann kommt das Herzstück, ist natürlich hier die Nette. Die kann man umbauen zum Bett, oder? Die kann man umbauen, den kann man runterlassen. Aber das haben wir noch nie gemacht, muss ich sagen. Ja, vielleicht brauchen wir das auch gar nicht. Also ein tolles Zwei-Personen-Fahrzeug, ja? Das ist eigentlich für zwei Personen, genau. Der hat keinen Turbo, oder? Der macht Hubraum. Der hat einen Turbo. Der hat einen Turbo? Ja, der hat einen Turbo, ja. Relativ kleinen Turbo hat er. Also ein kleiner Turbo, 190 PS. Ja. Und gehen wir mal vorne rein. Und da ist eigentlich so das Herzstück. Interessant ist natürlich der Durchstieg. Den hast du einbauen lassen, oder? Da gab es vorher keinen. Den habe ich einbauen lassen, weil hier waren ja die Betten davor. Ursprünglich von dem Teamleiter und habe dann die neuen Sitze einbauen lassen. Da sind zwei neue Luftschwebesitze reingekommen. Ja, da sind sie. Ein großes Navi, LKW-Navi mit Rückfahrkamera. Dann die beiden Handykonsolen sind neu reingekommen. Mhm. Der Himmel und Teppichboden ist neu gekommen. Sag mal, die ist zu benutzen während der Fahrt, die Aufbauklimaanlage. Kann man die einschalten mit? Also hier drin die Klimaanlage während der Fahrt? Kann man mit 220 Volt betreiben, aber dann zieht sie natürlich auch ganz gut. Zieht ein bisschen was. So, die Schwingsitze sind neu. Das ist was ganz Besonderes. Da ist ein Split, MAN-Splitgetriebe drin. Ja. Und das gab es so nicht, oder? Nein, da waren Fünfganggetriebe drin, sehr kurz übersetzt, eben für einen Stadteinsatz als Wasserwerfer. Und jetzt haben wir im Prinzip ein Getriebe mit Zwölfgang-Splitgetriebe. Mit langen Differentialen und also lang übersetzten Differentialen, sodass man also locker mit 100 über die Autobahn fahren kann bei ungefähr 2000 Touren. Und vorher fuhr ich 77 bei 3000 Touren. Das war relativ unangenehm. Ja, das Besondere ist, viele Leute sind ja diese Fahrzeuge gefahren, damals beim Bund. Ja. Und da gab es keine Servolenkung. Deswegen war das Lenkrad so groß. Der hat aber Servo. Der hat serienmäßig Servo. In dem Baujahr hatten die schon. Oder war zumindest als Option erhältlich. Ne? So, da ist er. Also, der wurde auch regelmäßig gewartet. Wer hat den gewartet? Jemand, den du kennst? Ja, das ist eine Fachwerkstatt in Bielefeld, die für die Besitzerfamilie damals alle LKWs gewartet hat. Auch so, das heißt, hier vorne kannst du zumachen. Da ist jetzt ein Faltenbalk, ist hier mit drin. Ja. Das sieht man. Das heißt, der kann sich ein bisschen verwinden. Ja. Wenn du mal so lieb bist, den mal startest, sagen wir so nett. So, Funkgerät ist auch noch drin. Der geht immer direkt an? Ja, ist ein Direkteinspritzer. Den brauchen wir nicht vorglühen. Brauchen wir nicht vorglühen? Also, das ist das Neueste damals, was es gab, Stand der Technik, oder? Ja. So, also, den gilt es
an den Mann zu bringen. Und am besten gehen wir mal raus, da können wir mit deinem Kollegen mal sprechen. Der kümmert sich so ein bisschen um die Vermarktung, oder? Von dem Auto. Ja, genau. Dem hatte ich, den Vermarktungsauftrag gegeben. Und das soll er dann auch mal machen. So, dann mach ihn nochmal aus, bitte. Also er fährt wirklich toll. Und die Motorbremse, wie funktioniert das eigentlich? Die wird hier mit der Hacke einfach runtergedrückt. Okay, und dann bremst er. Ja. Sehr schön. Einfach das, um Bremsbeläge zu sparen. Ne? So, auch ich glaube, das Getriebe ist auch luftunterstützt, oder? Das Getriebe, die Spritgänge werden pneumatisch geschaltet und auch der Allradantrieb ist von mechanisch auf pneumatisch einschaltbar umgebaut worden, weil das Getriebe ja, also die Mechanik mit ausgebaut wurde. So, und du sagst, das kann eigentlich hier in Deutschland auch jeder machen, der, ich sag mal, Landmaschinen machen kann, der kann doch sowas machen, oder? Aber nicht den Umbau. Das ist also ein Spezialbetrieb gemacht, der sich darauf spezialisiert hat, gerade diese Rundhauber mit so einem Getriebe auszustatten, die Firma Lackermeier bei München. Und der ist da absoluter Profi drin. So, ich geh mal am besten mal zum Kollegen. Ja. Gucken wir uns mal, ich gehe mal hier raus. Da sind wir. Und hi, du kommst jetzt ins Spiel, denn wenn jemand nämlich das Auto haben möchte, wir sind gefahren, er fährt wie am ersten Tag, hat ein ganz kleines bisschen hier Flugrost, würde ich jetzt mal sagen, aber das Fahrgestell selbst drunter, ich habe mich drunter gelegt, ist vollkommen makellos. Aber da sind noch mal drei Kanister drin mit 60 Liter, also 60 Liter, jetzt sind nur zwei drin, aber noch passen drei Kanister Diesel noch rein als Reserve. Ration neben den 330 Litern im Tank. So, also 330 Liter Tank. So, das Ganze auf Wunsch auch mit neuem TÜV, wenn man das haben möchte. Ist er neu? Ja, ich glaube, der ist neu. Ist neu. Ja, cool ist natürlich ungefähr die Zuladung. 25, ne? Ungefähr die Zuladung, was denkst du, was kann man zuladen? 600-700 Kilo. Ja, also wenn man den haben möchte, dann wendet man sich am besten an dich. Genau, richtig. An mich. Einfach unter der E-Mail-Adresse bvogt@hegarty.com, zum Beispiel Vogt mit OI, also okay. bvoigt@hegarty.com und Hegarty buchstabe ich vielleicht. Ich schreibe es einfach rein in die Videobeschreibung, da könnt ihr es sehen. Also wenn ihr das Ding haben möchtet, heute ist der 23. August 2024. Wir sind in Bielefeld und dieses Auto hier musste ich mir anschauen. Liebe Can, wenn du siehst, ich bin's gefahren. Ich denke, mit deinen vier Hunden wird es ein bisschen eng, oder? Richtig. Ja, also die Hunde waren aber noch nicht drin, also insofern der kommt der, der ist, Hunde. Ist hundefrei, oder? Bitte? Der war ja auch vollkommen hundefrei bisher. Also das der ist, war hundefrei. Man riecht auch nichts, ja. da hat niemand drin geraucht. Also ja. Das ist wirklich vom Zustand her, als käme er frisch aus der Fabrik, oder? Ja, richtig. Also H-Kennzeichen bedeutet auch Umweltzone, kein Thema. Ja. Und ja, danke fürs Einschalten. Wenn ihr Lust habt, guckt in die Videobeschreibung rein. Da steht, wie ihr da dran kommt. Preis, wie steht der Moment drin? 149.000. 149.000 VB, so steht es zumindest mal drin. Und könnt euch ja melden, wenn ihr Interesse habt. Aber ein Vario in der Qualität, muss ich ehrlich sagen, mit dem Baujahr 1973 war das, oder? Ja, 74. 74. Ich glaube, da sucht man lange. 84.000 insgesamt. 84.000 Kilometer? Ja, insgesamt. So, tschüss, danke fürs Einschalten, abonniert German Television. Ciao, ciao.